Hallo ihr Lieben, heute geht es nochmal um das Thema Stress und MS. Wie ihr alle ja schon aus meinen anderen Videos wisst, ist es tatsächlich so, dass viele MSler auf Stress sehr heftig reagieren und alte Symptome wieder aufflammen oder gar ein Schub entstehen kann. Bei meiner MS war es bis jetzt immer so, dass meine Schübe nach heftigem Stress kamen. Und von daher kann ich für mich sagen, ich bin wirklich anfällig dafür. Und ich hatte in letzter Zeit ziemlich heftigen Stress, weil es mit einem Handwerker Probleme gab, der sehr unzuverlässig war und uns auch um Geld betrogen hat, was wir zwar mittlerweile zurückhaben. Aber ich erzähle das deshalb, weil es so ist, dass dieser Moment oder dieser Stressmoment mit mir eben etwas gemacht hat. Und ich habe das beobachtet und habe dann auch wieder recherchiert und es ist mir einfach wichtig, es deshalb auch in die Welt hinauszugeben. Das hat in mir irgendwas ausgelöst, was mich natürlich emotional schon sehr belastet hat und mir auch nicht gut getan hat. Das würde jedem Gesunden genauso gehen, wenn man Opfer von Betrug wird. Aber ich habe eben auch recherchiert, was macht das mit meiner MS? Und das ging also so los, dass ich gemerkt habe, nach der ersten Aufregung, dass ich Sehstörungen bekam und die Sehstörungen wirklich ziemlich heftig wurden mit Doppelbildern und allem drum und dran. Mein erster Schub war ja eben auch eine Sehnerventzündung. Das ging dann so weit, dass mir das Laufen extrem schwer gefallen ist, ich kaum noch Treppen steigen konnte und habe dann Gott sei Dank relativ schnell gemerkt, dass es eher ein sogenanntes Uto-Phänomen ist, das heißt, ich reagiere auf Stress. Mein Gehirn kann das nicht mehr so verarbeiten, wie es ein gesunder Mensch könnte und ich finde es wichtig, das immer wieder zu thematisieren, weil viele MSler eben sagen, mir bekommt irgendwie der Stress nicht mehr so gut. Und es ist tatsächlich einfach so. Es ist so, dass unser Nervensystem so belastet ist, unsere Nerven so blank liegen im wahrsten Sinn des Wortes, weil die Myelinschicht um die Nerven herum bei MS entweder zerstört, also ganz zerstört ist, sodass es tatsächlich wie blanke Nerven sind oder eben so angegriffen sind, dass die Nervenleitgeschwindigkeit nicht mehr in Ordnung ist. Und wenn dann noch Aufregungen dazukommen und wirklicher Stress dazukommt, dann ist natürlich das Gehirn irgendwie überfordert. Ich habe dazu auch einen Text geschrieben, den ich euch unten noch in der Infobox dann verlinke. Weil, wie gesagt, ich es ganz wichtig finde, dass das einfach bewusst ist und dass MSler oder auch Angehörige wissen, dass es mit uns eben sowas auslösen kann. In meinem Fall war es jetzt so, dass es nur ein sogenannter Pseudoschub war und ich habe das mit ein paar Cortison-Tabletten wieder in den Griff bekommen. Aber es kann eben auch sein, dass so ein Stresszustand eben auch einen Schub auslöst. Und das, finde ich, sollte man einfach wissen. Und natürlich kann man ja nicht alle Stressauslöser vermeiden, wie denn auch, gerade wenn sie von außen kommen und man nichts dafür kann. Aber wenn man eben schon mal in seinem eigenen Leben versucht, so ein bisschen den Stress zu vermeiden, was ich ja auch versuche und was mir im Großen und Ganzen auch gut gelingt, dann ist das ja toll. Wenn Stress von außen kommt, den man eben nicht beeinflussen kann, dann hat man natürlich nochmal ein doppeltes Problem. Und deshalb, wie gesagt, dachte ich mache dieses Video für euch, dass ihr einfach wisst, Stress kann eben das sogenannte Uto-Phänomen auslösen, dass das ein Pseudoschub wird und eure ganzen alten Symptome wieder hochkommen. Es kann aber auch einen Schub auslösen. Und damit umzugehen ist so oder so schwierig, weil Stress, vor allem negativer Stress, ja auch irgendwelche Emotionen mit sich bringt, die man noch irgendwie verarbeiten muss und mit dem es einem ja nicht gut geht, sonst wäre es ja auch kein negativer Stress. Aber selbst bei positivem Stress, das ist mir auch nochmal wichtig zu erwähnen, weiß ich von ganz vielen MSlern, das kenne ich auch von mir, wenn ich mich auf irgendwas wahnsinnig freue oder auch irgendeine tolle Party oder irgendetwas habe. Und dann kann es schon sein, dass ich anschließend ein, zwei Tage auch flach liege. Und ja, das ist eben MS und Stress. Und das war mir einfach wichtig nochmal zu erwähnen. Ja, dann wünsche ich euch, dass ihr eine möglichst stressfreie Zeit habt und dass es euch gut geht und habt alle noch einen schönen Tag und kommt gut auch durch die heiße Zeit, die wir momentan ja teilweise haben, denn da ist ja die Uthoff-Problematik auch nochmal eine besondere, das verlinke ich euch auch nochmal unten. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie immer Däumchen hoch und gerne auch teilen und liken und meinen YouTube
Kanal abonnieren. Ja, ihr merkt, ich sehe es, merke es gerade selber an mir, dass ich heute irgendwie etwas down bin, aber das ist, wie gesagt, einmal der Stress und einmal die Hitze. Und ja, aber auch das ist MS und so bleibt es auch ein bisschen authentisch. Macht's gut, bis dann. Tschüss.